beteiligt war als Urheber. Ich sagte dem Führer, es sei für mich unmöglich, dass derartige Vorgänge gerade jetzt geschehen. Ich gebe mir die größte Mühe, im Vierjahresplan die gesamte Wirtschaft aufs Äußerste zu konzentrieren. Ich habe und hätte in Ansprachen an das Volk aufgefordert, jede alte Zahnpastentube, jeden rostigen Nagel, jedes Altmaterial zu sammeln und zu verwerten. Es wäre unmöglich, dass ein Mann, der für diese Dinge nicht verantwortlich wäre, meine schwere wirtschaftliche Aufgabe dadurch stört, dass er so viel wirtschaftliche Werte einerseits dadurch vernichtet werden, andererseits eine solche Unruhe in das Wirtschaftsleben hineingebracht wird. Der Führer entschuldigte etwas, Goebbels stimmte mir aber im Großen und Ganzen zu, dass sich diese Dinge nicht ereignen sollten und dürften. Ich machte ihn auch aufmerksam, dass so kurz nach dem Münchner Abkommen diese Dinge auch außenpolitisch durchaus ungünstig von Einwirkung werden. Am Nachmittag sprach ich nochmals mit dem Führer. Unterdessen war Goebbels bei ihm gewesen, dem ich ebenfalls in unmissverständlicher Weise telefonisch